Ich freue mich, mit Dr. Reinhard Winter, Pädagoge, Geschlechterforscher und Organisationsberater, zum Thema Internationaler Männertag zu sprechen und stelle ihn kurz vor. Dr. Winter, Sie engagieren sich seit 1985 für Jungen- und Männerarbeit und haben zahlreiche Bücher geschrieben, wie Jungen brauchen klare Ansagen oder wie Jungen Schule schaffen. Ihre Studien gehören zu den Grundlagentexten der Jungen- und Männerarbeit. Am 19. November wird wieder der Internationale Männertag gefeiert, der 1999 eingeführt wurde. Was sind die Ziele? Ja, witzigerweise, es gibt zwei Männertage im November und die unterscheiden sich von ihren Zielen nicht groß. Also es gibt den Weltmännertag und den Internationalen Männertag. Und Ziel ist eigentlich, Themen in den Vordergrund zu spielen, die normalerweise im Hintergrund sind, nämlich dass Männer vor allem, was die Lebenserwartung angeht oder ihren gesundheitlichen Status, im Vergleich zu Frauen im Durchschnitt schlechter dran sind, und das schiebt das so ein bisschen in den Vordergrund. Das ist zumindest die offizielle Lesart. Dann gibt es so ein bisschen eine offizielle Lesart. Da könnte man sagen, ist so ein bisschen der Versuch, dass die Männer darauf hinweisen wollen, dass sie selber auch schlecht dran sind und nicht nur die Frauen. Also so im Geschlechterverhältnis sehe ich es eher kritisch, diese Tage. Und dass es eben zwei davon gibt, das finde ich wirklich witzig. Welche Aktionen finden denn statt? Eher wenig und eher nur sehr, sehr lokal. Es gibt eine größere, also eine Werbeaktion eigentlich von den Männern, die so sich Bärte wachsen lassen. Da geht es aber mehr darum, um Geld für die Prostataforschung zu akquirieren und dann nochmal für ein paar andere Projekte. Aber richtig wirksame Aktionen, wo viele Männer beteiligt sind, gibt es überhaupt nicht. Also es ist eher ein Randphänomen, dieser Tag. Sie engagieren sich für Geschlechtergerechtigkeit, aber mit dem Schwerpunkt auf der jungen Männerarbeit. Welche Strategien verfolgen Sie nachhaltig mit Ihrer Bildungs- und Beratungstätigkeit? Strategie ist da vielleicht ein bisschen ein schwieriger Begriff für mich, weil ich eher also in so einer kontinuierlichen Entwicklung bin. Also ich gucke einfach, was steht gerade an, auch wofür gibt es Geld, das muss man auch immer dazu sagen, und was kommt auf mich zu, und versuche das aufzunehmen und in Formate oder in Projekte zu fassen. Ich habe keine so obere Strategie, dass ich innerhalb von 10 Jahren die Geschlechterverhältnisse verändern möchte, aber natürlich ist es ein Ziel, mit dafür zu sorgen, dass die Jungen und die Männer von ihrer Position raus was dazu beitragen, dass sich die Geschlechterverhältnisse zum Guten verändern. Wie nehmen Sie jetzt Männer und Jungen in unterschiedlichen Lebenskontexten wahr im Blick auf dieses Geschlechtergerechtigkeitsthema? Ist Also dann das. Bewusstsein da? Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr großes, starkes, durchgängiges Thema. In der Geschlechterforschung übrigens auch, also in der Männlichkeitsforschung muss man eigentlich sagen, ist das ein wichtiges Thema, allerdings wenig reflektiert. Also ein großer Teil der Männlichkeitsforschung ist auf einem eher privilegierten, sitzt auf einem privilegierten Ross und schaut so ein bisschen auf die unterprivilegierten Männer runter oder auf die Jungen runter und arbeitet sich an denen ab. Das finde ich nicht ganz legitim, einfach weil unterschiedliche Lebenslagen einfach dazu führen, dass sich auch unterschiedliche Formen von männlich sein raus entwickeln, weil die Jungen und die Männer eben antworten auf die Erwartungen, die an sie gestellt werden. Und jetzt gerade zum Beispiel arbeite ich viel mit geflüchteten Jungen, also Jungen aus geflüchteten Familien. Und die haben natürlich eine völlig andere Männlichkeitskonstruktion als jetzt welche, die hier im Umfeld, wo ich auch wohne, gut mittelschichtig, bürgerlich reingeboren wurden und aufwachsen. Also durchaus nicht nur zum Schlechten. Also es ist nicht so, dass die geflüchteten Jungs immer besonders traditionell oder problematisch sind. Im Gegenteil, das ist gerade das Interessante, dass diese Lebenslage zwar was Problematisches produzieren kann, also zum Beispiel was Habitus angeht oder auch ja, Neigung zu Gewalt oder zu kriegsverherrlichenden Spielen und sowas. Die Seite gibt es durchaus, aber was mir bei den Jungs zum Beispiel immer da auffällt, ist, die malen sehr gerne. Ja. In dem Alter, wo die Jungen hier, die wird man nicht mehr zum Malen kriegen, und dann nehmen sie Glitzerstifte und dann nehmen sie Lila, Rosa zum Malen und malen wirklich schöne Bilder damit, ohne irgendwelche, ja, so Geschlechterstereotype, Bremsen eingebaut zu haben. Also ist durchaus eine Bereicherung, aber
natürlich bewältigen auch die ihre Lebenslagen teils problematisch. Hat der Internationale Männertag einen Bezug zu Frauenthemen? Nicht richtig. Und das ist auch ein deutlicher Kritikpunkt, weil ich denke, also zumindest im Durchschnitt eben als das privilegierte Geschlecht, müssen wir aktiv uns um Themen der Geschlechterverhältnisse kümmern und nicht erst, wenn sie uns von den Frauen aufs Butterbrot geschmiert werden, dass es hier noch Mängel gibt und da noch Defizite. Und das ist so ein bisschen das Problem eben, wenn die Männer im Internationalen Männertag so ein bisschen anfangen, ein bisschen rumzujammern. Das ist schon auch wichtig, ja, dass wir auch darüber nachdenken, wo wir möglicherweise Benachteiligungen erfahren oder wo es einfach ungerecht zugeht. Wobei eben ein guter Teil der Ungerechtigkeit eher im gleichen Geschlecht ist und das aber auch nicht richtig thematisiert wird. Also viele Männer zum Beispiel Opfer von Gewalt sind, aber das Thema taucht da nicht richtig auf. Und es taucht nicht richtig auf, dass eben viele Männer mitverantwortlich sind, dass es den Frauen auch nicht so gut geht. Und da meine ich, da müsste eigentlich so ein Tag viel offensiver mit diesen Themen umgehen. Wie ist das im Blick auf Gewalt? Eben unterbelichtet. Also der Männertag kreist mehr um sich selber. Also die Männer kreisen da eher um sich selber. Und das Gewaltthema als eben ein wichtiges Geschlechterverhältnisthema taucht da praktisch nicht auf. Also und das meine ich eben damit, dass wir Männer als das privilegierte Geschlecht natürlich auch innerhalb der Gruppen von Männern, aber auch im Verhältnis zu anderen Geschlechtern, speziell zu Frauen, aber auch zu Queers zum Beispiel, uns aktiver damit beschäftigen, was heißt es, da privilegiert zu sein? Was heißt es, nicht ständig sich bedroht zu fühlen von sexueller Gewalt, zum Beispiel im häuslichen Kontext? Und was machen wir mit dem Privileg? Da glaube ich, könnte der Männertag, wobei das Problem eben ist, das ist ja keine verfasste Einrichtung. Wer gerade Lust hat, kann sagen, so, ich mache jetzt was zum Männertag. Und es hat eine völlig andere Dimension als der Frauentag, weil es eben keine soziale Bewegung im Hintergrund gibt. Also der Frauentag ist ja entstanden aus einer sozialen Bewegung und auch so einem gewissen Aufstand im sozialen Bereich. Und das fehlt bei den Männern völlig, weil es einfach keine Männerbewegung gibt. Und die Bewegungen, die es gibt, die neigen oft eher ins Traditionelle. Deshalb ist es besser, wenn man von denen sowieso nicht so viel hört. Ja, zum Schluss eine Frage, die in die Zukunft weist. Verändert sich aus Ihrer Sicht prinzipiell etwas im Blick auf ein geschlechtergerechtes Verhältnis von Männern und Frauen? Also da habe ich zwei Seiten in mir. Auf der einen Seite muss ich sagen, in den letzten 30, 40, 50 Jahren hat sich tatsächlich viel verändert. Rein von den Bildungschancen her zum Beispiel, was man statistisch wahrnehmen kann, ja, da hat sich was verändert. Insofern kann man durchaus hoffnungsvoll in die Zukunft schauen und sagen, ja, es gibt die Potenziale, dass sich was verändert. Und aber mit einer gewissen Gleichzeitigkeit gibt es einfach immer wieder Retraditionalisierung, wo Geschlechterverhältnisse zementiert werden und immer wieder neu, auch auf der negativen Seite, produziert werden, was zum Beispiel die Aufteilung von Arbeit angeht oder die Machtverhältnisse, muss man doch in die Landtage oder Bundestage schauen oder in die Chefetagen von Unternehmen. Da sieht es zum Teil einfach katastrophal schlecht aus. Und wenn man das sich wirklich rannimmt, dann muss man sagen, oh, wahrscheinlich verändert sich nichts. Und das ist wahrscheinlich der Kern des Ganzen, dass es so eine Gleichzeitigkeit gibt von Wandel und Weiterentwicklung. Da darf man auch die Hoffnung reinsetzen, aber gleichzeitig auch ein Beharrungsvermögen in Geschlechterverhältnissen, wo es viel Energie braucht oder noch mehr bräuchte, damit sich das zumindest mittelfristig auch verändert. Ich danke Ihnen sehr, Herr Dr. Winter. Vielen Dank.